der Hanf-Podcast. Powered by Canable.de. Damals das Hanfhaus, da sind dann an der Grenze zu Frankreich Unterhosen beschlagnahmt worden, weil da Hanfblätter drauf gedruckt waren. Oh Gott. Das wäre eine Aufforderung zum Drogenkonsum. Ja, also, da lagen dann irgendwelche Hanf-Boxershorts, ja, mit kleinen grünen, wunderschönen Blättern drauf, die lagen irgendwie 2 Monate am Zoll, ja, weil das Aufforderung zum Drogenmissbrauch sein könnte. Willkommen beim Podcast von Canable.de. Ich bin Tom Wellbrock, die Stimme vom Podcast, und ich begrüße heute einen Gast, den habe ich relativ lange genervt, bis er dann endlich zugesagt hat, und zwar ist das der Matthias Bröckers. Hallo Matthias. Hallo, grüß dich. Ich war etwas penetrant, ich gebe es zu, aber ich wollte dich unbedingt haben. Du kannst damit leben. Ach, ich habe einfach auch viel zu tun und kann immer nicht gleich, wenn Leute was wünschen oder wollen. Und jetzt hat's ja geklappt. Genau. Wir sprechen heute, das haben wir bisher in unseren bisherigen Podcast-Episoden weitestgehend vermieden, bis auf ein paar Randbemerkungen. Wir haben also bisher nicht über Corona gesprochen. Heute sprechen wir über Corona, allerdings auch nicht ausschließlich über Corona. Wir sprechen über Hanf im weitesten Sinne. Und ich versuche mal, dich so ein bisschen vorzustellen. Wenn ich irgendwas vergesse, dann ergänzt das einfach gerne. Ich weiß von dir, du bist Journalist, du bist Buchautor, hast, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, über 70 Bücher publiziert bzw. rausgegeben. Hast als Wissenschaftsautor für die Taz gearbeitet, nachdem du sie vorher gleich mal gegründet hattest. Und genau, dann hast du ein Standardwerk, über das wir auch gleich sprechen wollen. Ich betrachte das als Standardwerk oder bezeichne das mal so, herausgebracht. Und zwar die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Und das Buch stammt aus dem Jahr 1993 und hat kürzlich, ich glaube 2017, 2018, seine 44. Neuauflage erlebt. Also alle Achtung. Es war die 43. Die 44. kommt jetzt. Ah, okay. Ja, schlampig recherchiert, Tom. Es geht ja gar nicht. Ja, bevor wir gleich auch über die medizinischen Möglichkeiten von Hanf sprechen, ist eine Wette interessant, auf die ich gestoßen bin. Auf deiner Website hast du vor kurzem ja einen Text geschrieben. Ja. Und die wurde damals im Buch formuliert, und der Gegenwert waren 10.000 Euro für denjenigen, der die Wette gewinnen kann. Bisher ist das Geld allerdings nicht zur Auszahlung gekommen. Und ich zitiere hier mal, was ich auf deiner Website gelesen habe, und dann halte ich mich zurück und du bist dran. Einverstanden? Also, okay. Gut. Zitat: Wenn wir, um unseren Planeten zu retten und den Treibhauseffekt umzukehren, künftig auf alle fossilen Brennstoffe und petrochemischen Produkte ebenso verzichten wollen wie auf die Abholzung unserer Wälder zur Gewinnung von Papier und landwirtschaftlichen Nutzflächen, dann gibt es nur eine Pflanze, die als nachwachsender Rohstoff in der Lage ist, den größten Teil an Papier, Textilien und Nahrungsmitteln sowie des privaten und industriellen Energieverbrauchs zu liefern und die zugleich die Umweltverschmutzung eindämmt, die Böden verbessert und unsere Luft reinigt. Es ist eine alte Gefährtin, die dies schon immer für uns getan hat. Cannabis, Hanf, Marihuana. Zitat Ende. Erstmal, ja so viel zur Wette. Das ja, ist nicht abzusehen. Die Wette ist ja ursprünglich von Jack Herer. Genau, der Co-Autor, ne? Der das Ganze sozusagen angetreten hat, die ganze Geschichte, das, was jetzt ein dickes Buch ist mit in der deutschen Ausgabe mit 560 oder 80 Seiten. Also das war ursprünglich ein Flugblatt, ja. Mhm. Jack hat nach und nach dieses Flugblatt, dann war es ein Flyer, dann hatte das schon 4 Seiten und so weiter. So ist seit Anfang der 80er Jahre sozusagen die Wiederentdeckung entstanden, dass man Cannabis, was bis dahin 70er Jahre hippiemäßig nur als Genussmittel oder Rauschmittel verwendet worden ist, dass das ja die wichtigste und beste Nutzpflanze überhaupt ist. Und Jack hat aus diesem Flugblatt, wie gesagt, dann irgendwann so ein
Buch gemacht, Büchlein, Broschüre, so 50 oder 70 Seiten. Und die landete Ende der 80er, 87, 86, 87 auf meinem Schreibtisch bei der Taz. Und ja, ich habe das gelesen und überflogen, war aber erstaunt, weil da standen Sachen drin, die wusste ich nicht. Und weil das Ganze aber sehr, ja, so Freewheeling, Hippie-mäßig aufgemacht war, machte es auf mich erstmal auch nicht so einen soliden Eindruck. Dachte, na ja, was die da schreiben oder dieser Jack Hera, das, ob das so stimmt. Dann bekam ich einen Auftrag von einer Zeitschrift, was über Cannabis und die Szene zu schreiben. Und habe dann mal angefangen zu recherchieren und habe in dem Artikel, das war damals ein Magazin, Transatlantik, gibt es schon lange nicht mehr, von Hans Magnus Enzensberger rausgegeben. Und da habe ich so eine Recherche über die Cannabis-Szene in Deutschland gemacht und die Informationen aus dem Buch, ja, dass dieses erste Papier aus Hanf hergestellt wurde, dass dieses Papier viel besser ist, die Textilien, die ersten Jeans und so weiter, all das. Diese Informationen habe ich in den Artikel reingepackt und die Quelle, Jack Hera, The Emperor Wears No Clothes, so hieß es, ursprünglich heißt es immer noch in der amerikanischen Ausgabe, also der Kaiser hat gar nichts an, der Kaiser ist nackt, das Marihuana-Verbot ist ein Fake, ja. Und beruht auf falschen Informationen. Und ich dachte, nachdem dieser lange Artikel dann erschienen war mit der Quellenangabe dieses amerikanischen Buchs, dass mich der eine oder andere Verlag vielleicht anspricht darauf, weil dachte, das könnte man schon auf Deutsch machen. Und das war 87 und dann habe ich das in einigen Verlagen vorgeschlagen und die größeren Verlage, die haben schon bei dem Stichwort Marihuana gezuckt und oh nein, auf keinen Fall. Und die kleinen, die sagen, ja, da müssen wir ja übersetzen und dann brauchst du Dokumentation und wir haben kein Geld. So lag das Ganze 5 Jahre bei mir im Regal. Und dann bei einem Essen mit dem Verleger von 2001, Lutz Groth in Frankfurt, habe ich das, dem hatte ich da damals das auch mal geschickt, aber der hatte sich nicht interessiert gezeigt und da habe ich das nochmal erzählt. Und Lutz hat dann gesagt, naja, schick mir das nochmal. Und dann rief er mich an und sagte, also Matthias, das ist ein tolles Ding, aber das müssen wir noch erweitern, ergänzen und hier Europa, Deutschland und so weiter, das ist sehr amerikanisch alles, diese Dinge noch reinbringen. Also ich würde das machen, wenn du die Redaktion machst und da noch einiges schreibst und das herausgibst, willst du das? Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, gut, ich mache das, aber nur, wenn wir es auf Hanfpapier drucken. Und da sagte der Verleger, na ja, wenn das machbar ist, dann machen wir das. Aber du musst dich drum kümmern. Und gut, jetzt habe ich dann erstmal, weil ich ja jetzt die amerikanische Broschüre von ja mittlerweile 120, 130, 150 Seiten erweitern wollte und ein bisschen gucken wollte, wie war das denn hier in Europa mit dem ganzen Hanf, bin ich in die Staatsbibliothek und Internet war ja noch nicht am Start und habe recherchiert, habe geguckt, was gibt's für Literatur, wann sind denn die letzten Bücher über die Nutzpflanze Hanf in Deutschland überhaupt erschienen und so weiter und habe das dann alles aufgeschrieben. Ich habe dann da in der Bibliothek auch die lustige Hanffibel entdeckt, ja, von 1943, so ein Comic, mit dem die Bauern animiert wurden in Kriegszeiten wieder Hanf anzubauen. Und genau dasselbe war ja in USA passiert. 37 kam das Verbot und 1943 dieser Film Hemp for Victory, weil man merkte, hey, in Notzeiten brauchen wir ja diesen unverzichtbaren Rohstoff für verschiedene Dinge, für viele Sachen. Und dasselbe war in Deutschland.
Ich habe das dann alles zusammengestellt und als es dann fertig war, an den Verlag geschickt und bekam dann Anruf, also Matthias, das ist ja so irre, das glaubt uns ja niemand, so ein kalifornischer Hippie und so ein Typ von der Taz wie du, wir brauchen da noch irgendwas, eine Studie, was Wissenschaftliches, die belegt, dass das alles stimmt, was ihr da recherchiert habt. Und dann habe ich geschaut und habe das Katalyseinstitut in Köln gefunden. Die hatten vorher so eine ja, sehr erfolgreiche Studiearbeit über Chemie in Lebensmitteln gemacht und so. Also eins der ersten wissenschaftlichen Institute, die sich mit Ökologie befasst haben. Und dort hat der Michael Karus dann die Studie gemacht. Michael Karus macht bis heute das NOVA-Institut in Köln. Und ist nach wie vor einer der führenden Forscher in Sachen Nutzhanf. Und Karus hat dann unter seiner Leitung wurde dann diese Studie gemacht über die Nutzpflanze Hanf, ob die wirklich so nützlich ist, wie wir behaupten. Und dem war so. Und dann habe ich mich um das Hanfpapier gekümmert, habe die Hanfzellulose konnte ich dann in Spanien auftreiben. Und dann haben wir hier im Schwäbischen eine Papierfabrik gefunden, die aus der Hanfzellulose uns dieses Papier gemacht hat für die ersten Ausgaben. Mittlerweile ist es wieder vom Markt verschwunden, weil die Nachfrage zu gering war. Leider, leider. Ich habe dann, als das Papier da war, oder klar war, dass wir das Buch daraus machen, da ein paar Leuten erzählt, die sagen, ah, was, Papier, Hanfpapier, das will ich auch. Da haben wir ein bisschen mehr machen lassen. Und so ist dann das Hanfhaus, die Firma entstanden, die ich dann mit ein paar Leuten an Start gebracht habe. Und wir haben dann in den folgenden Jahren, in den 90ern, ja, über 100 Produkte aus Hanf entwickelt und auf den Markt gebracht. Und das fing eigentlich mit dem Papier für dieses Buch an, weil ich da so, ja, weil mir so viele Leute sagen, ich will auch was von dem Papier. Und ich wollte eigentlich gar kein Unternehmen gründen, aber niemand anders hat es gemacht. Und so ging es dann los mit dem Hanfhaus. Und ja, jetzt haben wir die 44. Auflage von dem Buch. Und ich habe in meinem Blog das eben vorgelesene Zitat aus dem Buch gebracht, weil jetzt, post-Corona, laufen wir auch wieder auf Notzeiten zu. Ich bin der Überzeugung, dass wir eine schwere Depression kriegen, Wirtschaftsdepression kriegen, die vergleichbar ist mit dem, was Ende der 20er Jahre los war. Und ja, das in Notzeiten hat der Hanf sich immer schon als Rettungsanker erwiesen. Und deswegen wäre es ja, es würde mich wundern, wenn er jetzt nicht wiederkäme in den Notzeiten, die auf uns zukommen. Du hast ja einen ziemlich weiten Ausflug zurück gemacht in die Geschichte 30er, 40er Jahre. Das heißt also, die Nützlichkeit von Hanf, die ist jetzt ja nicht neu oder so. Also das weiß man im Prinzip schon sehr lange. Die ist 10.000 Jahre alt. 10.000, genau, das habe ich auch bei dir nachgelesen. Das ist ja jetzt deutlich mehr als eine Woche. Und trotzdem hat ja Hanf, wird Hanf immer noch, ist böse, ne? Wird so breitflächig verteufelt, verurteilt, zumindest in der politischen Landschaft, die auch die Entscheidungen da trifft, zum Beispiel Legalisierung. Wie kommt das? Ich meine, es ist doch mittlerweile wirklich sozusagen objektiv nachgewiesen, dass es ein auch schnell nachwachsender Rohstoff ist, der unglaublich viele positive Eigenschaften hat. Und trotzdem wird das Zeug immer noch verteufelt, weil es immer noch in die Kifferecke gestellt wird. Ja, das, ich meine, wir haben ja in dem Buch gezeigt, wie das damals zustande gekommen ist und die Gründe dafür. Letztlich hatte es mit dem Ende der Alkoholprohibition zu tun und dass auf einmal zigtausend Beamte, die da die illegalen Speakeasies und Schnapsbrenner gejagt haben. Ja, da brauchten was Neues und dann wurde das Federal Bureau of Narcotics gegründet und ja, dann entdeckte der Harry Anslinger, dass man doch Cannabis verfolgen kann, was noch und mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil auch eben Schwarze und Minderheiten das Zeug rauchten und
die rassistischen Motive, die da bei der Prohibition eine Rolle spielten, sind ganz offensichtlich. Er hat die Jazzmusiker verfolgt und so weiter und so weiter. Mhm. Gleichzeitig gab es eben auch ein industrielles Interesse, dass ein grüner Rohstoff vom Acker, gerade in den 20er Jahren waren Ende der 20er, Anfang 30er neue Maschinen gebaut und entwickelt worden, die eben die sehr mühselige, über Jahrtausende sehr anstrengende auch Ernte des Hanfs und Weiterverarbeitung, diese mächtigen Pflanzen bis zu 4 Meter hoch und daraus die Fasern zu gewinnen und so weiter, das waren heavy Jobs und jetzt gab es auf einmal Technik, die das sehr, sehr, sehr vereinfachte. Da erschien dieser Artikel in Popular Mechanics, gibt es heute noch so eine Technikzeitung in USA, The Billion Dollar Crop, ja, jetzt mit dieser neuen Ernte- und Verarbeitungstechnik für die Hanfpflanzen, da können wir 50.000 Produkte aus Hanf herstellen und so weiter und so weiter. Dieser Artikel war erschienen und gleichzeitig zur selben Zeit hatte DuPont, die größte Chemiefirma in den USA, die mit der IG Farben, hier Hitlers großer Chemiebude, die Kunstfaser entwickelt, aus Erdöl Textilien herzustellen, oder Textilfaser, Nylon, Niltex, Perlon, das ganze Zeug. Und natürlich überhaupt kein Interesse, dass da jetzt grüne Konkurrenz vom Acker kommt. Irgendeine Faser, die man wunderbar verarbeiten kann, die äußerst haltbar ist, die natürlich ist, die keine Pestizide braucht. DuPont war ja auch ein großer Pestizidhersteller. Also da gab es durchaus Interesse, diese Konkurrenz vom Acker nicht zuzulassen. Ja, Henry Ford hat das Auto aus Hanf gebaut. Wir haben Fotos im Buch, das Auto, das vom Acker wächst, ja, also die Karosserie war mit Hanffasern gemacht, also mit Kunststoffen aus Hanf und das Ding fuhr mit Hanföl. Diese Forschung und dieser Prototyp, den hat er gebaut von dem Auto, aber er konnte es nicht fortsetzen, weil 37 dann der Hanf verboten wurde, gegen den Willen von Henry Ford im Übrigen. Also DuPont aber hat die erste große Kampagne Marihuana, Mörder der Jugend mitfinanziert. In Zeiten der großen Wirtschaftsdepression hat auf einmal Harry Enslinger und sein Federal Bureau of Narcotics einen Haufen Geld gekriegt und diese berühmte, ja, wir kennen das von Reefer Madness und dem Film, kann man sich ja im Netz anschauen, wer ihn noch nicht gesehen hat, nur tun, kann ich sehr empfehlen, es ist wirklich schreiend komisch, aber die haben das ernst gemeint damals und es wurde auch so, kam auch so rüber und so kam die Prohibition zustande, dann 37 und nach dem Krieg, der Enslinger hatte sich wirklich in eine Manie da reingesteigert, man musste den jetzt irgendwie wegloben und dann wurde er 48 zum Chef der UN, der neu gegründeten Vereinten Nationen UN-Drogenbehörde gemacht und hat dann diese Politik sozusagen international umgesetzt. Und so kam es, das hat dann bis Anfang der 60er gedauert, die sogenannte Single Convention international beschlossen wurde und Cannabis international geächtet. Also das ist im Wesentlichen das Werk dieses Harry Enslingers, eines genialen Bürokraten und vollkommenen Irren, was das betrifft, was Cannabis betrifft. Und der hat es geschafft und das hängt der Pflanze bis heute weltweit überall nach. Und dass jetzt die USA die ersten sind, die das ja mit großen Legalisierungen in verschiedenen Bundesstaaten schon wieder zurückfahren, ist sehr gut, weil dort hat das Ganze angefangen und dort sollte es auch wieder aufhören. Und ich denke mal oder ich hoffe, wir haben damals, als das Buch rausgekommen ist, 94, habe ich mit Jack Herer eine große Lesereise gemacht, überall in Deutschland. Und wenn wir dann so vorgetragen hatten, dann kamen Diskussionen und da wurde dann gefragt, ja, was glauben Sie denn, wann kommt denn jetzt die Legalisierung?
94 war das. Und ich habe gesagt, oh, ich befürchte, das wird in diesem Jahrtausend nichts mehr. Ja? Und die Leute sagten, ja, das ist aber doch zu pessimistisch. Also wer das hier gelesen hat, und das sind doch alles Fakten, der schnellst nachwachsende Rohstoff, ja, die größte Biomasseproduktion pro Hektar, zigmal so viel wie Papier, wie Holz, Papiergewinnung und. Das muss doch morgen passieren. Ja, und das ist jetzt wie lange her? 26 Jahre? Ja. Und wir sind. Ja. Ja, ich wünschte, du hättest nicht recht behalten, aber hast du ja nun ganz offensichtlich. Habe ich leider, ja. Und ich bin aber, deshalb habe ich da vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so diesen Artikel gemacht, der darauf nochmal hinweist, dass wir doch auch, was die ganze Klimaproblematik angeht. Wir sprechen das ja hier schon 1993 an, den Treibhauseffekt hieß es damals noch. Ja, da hat man es noch so genannt. Dann wurde ja das schöne neue Wording Klimawandel dafür gesetzt. Ja, ja, ist ein schönes Wort, ne? So ein bisschen wie Entsorgungspark oder so. Es klingt so. Ja, schön, so genau. Angenehm. Ja, also Treibhauseffekt gibt es nicht mehr. Treibhausgas. Nein, es gibt Klimawandel. Ja, und wie gesagt, obwohl jetzt Pandemie, Corona, tralala, die Welt dominiert im Moment gerade, macht das Klima ja keine Pause. Und diese Fragen, die werden uns weiter beschäftigen. Und meine These ist, und deshalb habe ich diese Wette auch jetzt nochmal reingestellt, dass wir das ohne Hanf nicht schaffen können. Und die Cannatrade, die große Messe in Bern, ist ja dieses Jahr ausgefallen. Und da war ich eingeladen und hatte meinen Vortrag schon angekündigt. Ja, das war noch vor Corona. Der sollte darüber gehen, dass wir die ganze Klimafrage ohne Hanf nicht lösen können. Ja, dass wir, was nachwachsende Rohstoffe angeht, eben auch, und das wird jetzt mit Corona wieder sehr sichtbar, globale Lieferketten und so weiter, dass wir lokale Rohstoffe brauchen, ja, die hier angebaut werden und hier verarbeitet werden, dass es völliger Irrsinn ist, mit den Pestizidfressern auf unseren Äckern weiterzumachen, weil wir so die Böden ruinieren, dass wir mit Hanf die Böden verbessern müssen und so weiter und so weiter. Darüber sollte mein Vortrag gehen, und am Ende hatte ich dann auch einen Vorschlag, was sollen wir tun, was muss gemacht werden. Und der Vorschlag lautete, wir müssen mit großer staatlicher Förderung aus Berlin in jedem Landkreis in Deutschland eine Hanfgenossenschaft gründen, die lokalen Landwirte zum Hanfanbau animiert und ihnen ihre Ernte abnimmt, und eine Verarbeitung, sei es für Lebensmittel, sei es für Baustoffe, sei es für Textilien, sei es für whatever, errichtet. Und dann haben wir 130 kleine Hanffabriken überall im Land. Und um das Ganze, das gehört dann auch zur Agrarwende mit dazu, die wir ja auch brauchen, um das Ganze zu finanzieren, gestatten wir diesen Hanfgenossenschaften den lokalen Vertrieb von Marihuana. Also die können für den Landkreis und für die Apotheken und für das, was gebraucht wird, können die das medizinische Cannabis und das für den Recreational Bedarf, können die anbauen und verkaufen in ihrem Landkreis. Das ist ein richtiges Geschäft. Und so finanzieren wir sozusagen die Agrarwende mit Hanf. Da hatte ich so einen kleinen Vorschlag ausgearbeitet. Das wäre das Programm gewesen. Ich habe den Vortrag dann nicht ausgearbeitet, final, weil ja die
Konferenz abgesagt worden ist. Aber das steht nach wie vor an. Und das wäre, wenn ich im Landwirtschaftsministerium was zu melden hätte, das wäre mein Post-Corona-Sofortprogramm. Okay. Ich würde ganz gerne nochmal in die 90er Jahre zurückgehen, bevor wir dann gleich auch nochmal auf Corona bzw. Covid-19 zu sprechen kommen. Zunächst mal fiel mir eben gerade noch ein, in den USA ist es ja tatsächlich so, dass jetzt einige Bundesländer tatsächlich die Legalisierung schon durchgeführt haben. Und erfahrungsgemäß ist es ja so, dass Dinge, die in den USA beginnen, dann über kurz oder lang auch zu uns rüberschwappen. Das wäre ja zumindest mal eine Perspektive, wenn auch unter der jetzigen Bundesregierung wohl nur schwerlich realisierbar. Darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Seit 1996 ist auch dank eures Buches von 93 der Hanfanbau in Deutschland ja wieder möglich. Von der Akzeptanz der Pflanze haben wir ja schon drüber gesprochen, sind wir trotzdem weit entfernt. Das ist auch schon deswegen ein bisschen verwunderlich, da ja schon in den 90er Jahren auch HIV-infizierte Menschen mit Cannabismedizin behandelt wurden. Kannst du sagen, was bzw. wie das verabreicht wurde damals und was es bewirkt hat? Naja, ich habe in 94, 95 in Los Angeles mit Jack Herer Flugblätter noch verteilt. Jack hatte ja über Jahrzehnte in Venice Beach da in L.A. Jeden Samstag seinen Infostand, ja, wo er eben die Hanfinformationen verbreitet hat und Produkte verkauft dann auch. Und da haben wir Flugblätter verteilt für die Abstimmung in Kalifornien, Volksabstimmung, Medical Marijuana. Die ist dann im November 96, hat das Volk von Kalifornien dafür gestimmt, jawohl, Marihuana soll als Medizin wieder zugelassen sein. Das war der Anfang sozusagen. Mittlerweile sind es ja, ich weiß nicht genau, 20 oder 25 Bundesstaaten, die zumindest das medizinische Marihuana wieder legalisiert haben, 5 oder 6 eben auch die Recreational Use wieder zulassen. Wie gesagt, wir haben da am Stand Flugblätter verteilt, mit Leuten geredet. Und Jack hat mir immer gesagt, Matthias, wenn ihr jetzt in Deutschland, weil wir hatten auf die Nutzpflanze gesetzt, wir hatten ja mit einer LPG aus Potsdam, hier aus der Nähe von Berlin, geklagt vor der gegen die Bundesregierung, dass der Anbau von THC-armem Hanf in Deutschland wieder legal werden muss. Und dann nach zwei Instanzen das auch gewonnen. Und dann konnte hier 96 das erste Mal in Deutschland wieder Hanf angebaut werden. Und dann auch eine große Veranstaltung gemacht, Ernte 96. Hinterher hat der Matthias Platzek, damals Landwirtschaftsminister oder Minister von Brandenburg, eröffnet, dass die Menschen gerade in der Ex-DDR Landwirtschaften haben sich da viel von versprochen, aber die Bürokratie und der ganze Aufwand, den man treiben musste, wenn man Hanf anbauen musste, und die fehlende Maschinerie, die fehlende Verarbeitungsmöglichkeiten und. Das alles konnte nur sehr, sehr, sehr langsam und schleppend kam das in Gang. Und dazu kamen eben auch Schikanen. Ja, der Hanf war einfach nicht erwünscht. Wir hatten ihn per Gericht durchgedrückt, aber richtig gefördert wurde er überhaupt nicht. Und ja, das hat bis heute nicht richtig funktioniert. Und das liegt nicht an der Pflanze und das liegt nicht an den wunderbaren Produkten, die man daraus gewinnen kann, sondern das liegt an einer Agrarpolitik, die eben verfehlt ist und die auch keine Zukunft hat, wenn wir
das Klima halbwegs retten wollen und wenn wir ja die Umwelt und Mitwelt irgendwie erhalten wollen, wie sie im Moment noch da ist. Mhm. Nochmal Stichwort HIV. Wie sah die Verabreichung damals aus? Ach so, was hat das bewirkt? Das HIV, ja. Das war ja die AIDS-Kranken haben damals ja, weil die Appetitlosigkeit und dieses ganze Syndrom darum konnte mit Cannabis wunderbar bekämpft werden. Ja, und man Appetitlosigkeit, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist natürlich jetzt nicht einfach nur blöd, sondern gerade für so kranke Menschen, die dann eben auch noch extrem an Gewicht verlieren, eben auch sehr gefährlich. Ne? Lebensgefährlich. Genau. Ja. Ich hatte einen Freund, der ist daran dann auch gestorben. Der war 1,90 und wog dann noch 37 Kilo. Ja? Oh Gott. Die AIDS-Kranken, denen wurde das dann sozusagen verordnet, aber die Ärzte und ja, Mediziner, ja, wir haben ja synthetisches THC, ja, also den Wirkstoff, Marinol hieß das, dann haben die eben den Hanfwirkstoff, Tetrahydrocannabinol, in Pillen- oder Tropfenform gekriegt, haben aber gemerkt, ach, wenn ich mir wenn ich von der Pflanze rauche oder Kekse esse oder so, also die ganze Pflanze zu mir nehme, wirkt es viel besser, als wenn ich nur diesen einen Wirkstoff zu mir nehme. Und dann hat San Francisco und andere Epizentren damals der AIDS-Krankheit, sind dann schnell dazu übergegangen, eine sehr liberale Politik, was das medizinische Marihuana angeht, zu betreiben. Als George Bush dann rankam, hat er dann versucht, auch das nochmal alles zurückzufahren. Das ist aber nicht gelungen. Und man hat damals deswegen auch in Kalifornien und dann in den anderen US-Bundesstaaten das medizinische Marihuana wieder relegalisiert, weil man jetzt mit der großen AIDS-Epidemie, aber auch an vielen anderen Punkten bei Krebs, Chemotherapie und so weiter gemerkt hatte, dass das Kraut sozusagen eine wunderbare Medizin ist und sehr maßgebend in der Richtung für die USA war da der Lester Grinspoon. Das Buch haben wir dann auch schnell übersetzt und auch bei 2001 damals rausgebracht, Marihuana, die verbotene Medizin. Lester Grinspoon war Harvard Medical School und hatte den Auftrag der Regierung gekriegt, doch mal nachzuweisen, wie schlimm und gefährlich doch Marihuana ist. Und hatte mit diesen Forschungen begonnen. Gleichzeitig hat sein Sohn, 14 Jahre alt, irgendwie eine eklige Krebserkrankung gekriegt und wurde mit Chemotherapie behandelt, die ihm wahnsinnig mitgenommen hat. Er hatte dann, ja, ihm war tagelang schlecht und er hatte auch keinen Appetit und so weiter. Und eine Freundin der Mutter hatte erzählt, du, ich habe gehört, wenn man da so ein bisschen Marihuana konsumiert, dann wird einem von der Chemo nicht schlecht. Und die Mutter hat sich nicht getraut, das ihr Mann, dem Harvard-Professor, zu sagen. Aber die Freundin hat da gute Erfahrungen mitgemacht und sie hat ihr ein bisschen Gras besorgt und dann hat sie das ihrem Jungen gegeben vor der nächsten Chemo. Und dem war da nicht mehr schlecht, sondern er sagte, Mama, ich habe Bock auf einen Hamburger. Ja. Und dann hat sie sich getraut, das dem Lester Grinspoon zu erzählen, also ihr Mann zu erzählen. Und dann hat der das selbst beobachtet, wie sein Sohn, der schwer gelitten hat unter diesen Medikamenten, wie der auf einmal ja wieder Appetit hatte und ein bisschen Lebensfreude und besser drauf war, schlicht und ergreifend. Ja. Er hat am Ende den
furchtbaren Krebs nicht überlebt, ja. Aber Grinspoon hat den Auftrag, den er von der Regierung hatte, gecancelt, hat gesagt, nee, sorry, mache ich nicht. Und hat sich seitdem bis zu seiner Emeritierung um das Gegenteil gekümmert, nämlich den medizinischen Wert der Pflanze nachzuweisen und zu erforschen. Ja. Mhm. Und so kam dann eben, und das neben dem Erfolg, dass Hanf wieder angebaut werden durfte, nehme ich das als den wichtigsten Erfolg eigentlich des Buchs, dass es dann 96 eben auch wieder in die Arzneibücher, in die deutschen aufgenommen worden ist und dass der Wirkstoff Dronabinol zumindest, also das THC, wieder ins Arzneibuch kam und dass eine Anerkennung der medizinischen Qualität zumindest wieder stattgefunden hat und dass eben auch viele Menschen, die hier in Krebsbehandlung sind, die Multiple Sklerose haben und so weiter. Ich habe, weil wirklich auch die Ärzte gar nichts wussten und die Mediziner am Anfang, ich bekam mal einen Anruf, ja, Herr Brückers, Sie haben dieses Buch da rausgegeben, diese Leute mit dicken gelben Schinken, die sitzen bei mir im Wartezimmer und wollen das verschrieben haben. Haben Sie das alles erfunden, was da drin steht? Ich habe gesagt, wieso? Das ist doch alles dokumentiert. Sagt er, ich habe einen Doktor in Pharmazie und in Medizin. Ich habe davon noch nie gehört. Ja. Und deshalb habe ich dann auch, wurde ich oft eingeladen von hier auch in Kliniken oder von Ärzten oder Ärztevereinigungen, das überhaupt erstmal zu kommunizieren. Die Basis, die wussten das nicht. Cannabis, eine der ältesten und wertvollsten Heilpflanzen der Menschheit, war vollkommen aus allen Lehrbüchern verschwunden. Und wenn überhaupt, dann wussten die Ärzte, ja, hier Haschisch, Marihuana und da standen da noch drei Sätze zu. Aber ansonsten, die Medizin war eliminiert. Und dass das sich geändert hat, dass ganz viele Menschen auch davon profitiert haben bei ihrer Therapie, das ist wirklich unbestreitbar. Und deswegen darf ja jetzt auch hier immer noch sehr aufwendig, sehr teuer und so weiter, dürfen Patienten jetzt auch die Cannabisblüten beziehen. Deutschland hat es ja nicht geschafft bisher, dass hier auch der Anbau möglich ist, ja, dass man also die deutschen Apotheken von hier beliefert, statt dass aus Holland oder auch aus anderen Ländern. Neulich ein Patient, der dieses Gras aus der Apotheke bezieht, der zeigte mir, er hatte Marihuana aus Uruguay, ja. Mhm. Das ist ja nur auch Schwachsinn, ja. Wir brauchen keinen Hanf aus anderen Ländern. Wir können das hier alles vor der Haustür machen. Ja, das ist ökologisch und das ist sinnvoll, aber die Bürokratie hat es ja, wie gesagt, bis heute nicht hingekriegt und die ersten Ernten jetzt, die werden fürs nächste Jahr, glaube ich, erwartet. Ja. Mhm. Stichwort nochmal, du hast von dem krebskranken Jungen eben gesprochen und davon, dass er dann den Krebs eben auch nicht besiegen konnte. Ich finde den Hinweis nochmal ganz wichtig, weil ja häufig in, sag mal, Beleidigungs- oder Diffamierungskampagnen behauptet wird, ja, das ist Scharlatanerie, die behaupten irgendwie Hanf oder Cannabis sei ein Wundermittel und das stimmt ja überhaupt nicht. Um einfach nochmal die Seriosität zu unterstreichen. Also ich sag mal, du bist weit davon entfernt, jetzt zu behaupten, es sei ein Wundermittel, erkennst aber die vielen Vorteile, die Cannabis dann eben haben kann. Das einfach nochmal, ne? Kein Wundermittel. Die gibt es überall, die gibt es jetzt auch bei Corona und die gibt es ja natürlich auch beim Hanf. Menschen, die es ein bisschen übertreiben, sagen wir es mal so. Ja, mit dem, was sie glauben, was da, ne? Also wie jede Medizin ist auch Cannabismedizin nicht unbedingt für jeden, ja. Es gibt Leute, die vertragen es gut und es gibt andere, die vertragen es nicht. Das ist für jedes Medikament, für alles, was wir nehmen, ist das so. Ja? Mhm. Und das Cannabis von seinen Nebenwirkungen her, von seiner Schädlichkeit, von dem,
her ja eher zu den harmlosen Mitteln gehört, ja, dass also viele andere Medikamente, die wir so völlig achtlos auch einpfeifen, dass die viel üblere Nebenwirkungen haben als die Hanfpflanze, das wird gerne vergessen. Also insofern, ich denke, und das hat sich ja gezeigt, jetzt schon, und das wird sich noch viel mehr zeigen, dass eben es kein Zufall ist, dass die Pflanze seit zigtausenden von Jahren in den ältesten Medizinbüchern der Welt erwähnt und so weiter. Also unsere ganzen Vorfahren und Mediziner und Ärzte und Heiler und Schamanen und weiß der Henker, die waren doch nicht blöd. Ja, die haben doch nicht eine Pflanze über tausende von Jahren beschrieben und eingesetzt für verschiedene Leiden, ja, für gegen Übelkeit, gegen die Schlaflosigkeit, gegen Entzündungen, wissen wir jetzt, wirkt das CBD vor allen Dingen und so weiter. Also, dass das Potenzial von Cannabis noch überhaupt nicht entdeckt und ausgeschöpft wird, ja, und dass da ganz viel noch zu machen ist. Auf einer Konferenz vor ein, zwei Jahren war ein Vortrag, aus einem US-Forscher sagte da, ja, es gibt im Moment keinen natürlichen Stoff, der unter den Argus-Augen und Mikroskopen der Pharmaindustrie schärfer en Detail untersucht wird wie Cannabis. Ja. Mhm. Es gibt ja nicht nur eben THC und CBD, es gibt ja 40, 50 andere Cannabinole, die alle auch eine Wirkung haben und die eben auch synergetisch funktionieren und so weiter. Da ist ein riesen Forschungsbedarf noch und Wissensbedarf, das wissen wir einfach noch nicht. Ja, da muss man einfach schauen, dass ich habe das im Buch auch schon geschrieben, damals 1993. Das Problem beim Hanf ist, man kann ihn nicht patentieren. Das Patent liegt bei Mutter Natur. Man kann also auch mit einer Medizin, die man daraus gewinnt, nicht unbedingt reich werden, ja, im Vergleich zu anderen Patentmedizinen, ja. Und deswegen läuft da auch die, ja, was jetzt gerade die Forschung, die ich erwähnt habe, oder über die wir vielleicht noch sprechen, dass eben... Da wollte ich jetzt drauf kommen, tatsächlich, ja. Corona, dass eben Forscher in Australien untersucht haben in einer Simulation, also noch nicht sozusagen in vitro, in einer aufwendigen Computersimulation, dass das SARS-CoV-Virus ja sehr genau auf das menschliche auf die menschliche Zelle passt, ja. Genau, ganz kurz, ganz kurz. Vielleicht noch ergänzend für die Zuhörer. Du hast dazu geschrieben, von dem kanadischen Forscherteams, und die eben aufzeigen, dass es, dass Extrakte der Hanfpflanze als Prävention gegen SARS-CoV-2 helfen könnten. Und im Mittelpunkt steht dabei, wenn ich das richtig verfolgt habe, eben CBD und dessen entzündungshemmende Eigenschaften, die ja sowieso schon lange bekannt sind, das hast du ja schon ausgeführt. Genau. Das vielleicht jetzt nochmal zwischengeworfen. In diesem Sinne, fahr gerne fort. Ja, ja. Also die Australier haben gefunden, in einer aufwendigen Computersimulation, verdammt, dieses Virus passt ja irgendwie besser auf die menschliche Zelle als auf die von Fledermäusen, Mäusen oder anderen Viechern. Ja, ist da vielleicht doch dran rumgeschraubt worden. Ja, so, das ist ja immer noch unklar. Ja, und die kanadischen Forscher haben jetzt sich angeguckt, eben auch die Proteinstruktur, das ACE2-Enzym, das sind die Zacken auf dem Corona-Bildchen, was wir überall sehen, ja. Dass die es kommt, ob das Virus andocken kann an einer Zelle, das hat mit dieser Zackenstruktur oder mit eben der Proteinstruktur da zu tun. Und die Viren docken da an. Und die kanadischen Forscher, die jetzt Hanf untersucht haben, und zwar
natürlichen Hanf. Sie haben insgesamt 14 Sorten, die hohen CBD-Gehalt, geringen THC-Gehalt haben, untersucht und haben geschaut, wie diese verschiedenen Hanfsorten, CBD-reiche Pflanzen, wie die Oberflächenstruktur der Zelle verändern, und haben festgestellt, dass quasi durch die Veränderung der Eiweißoberfläche der Zelle ein Andocken des Coronavirus verhindert wird, ja, dass also das Virus blockiert wird. Genau, also man kann sich das vorstellen wie so eine Schleuse, die bislang offen ist und durch die Viren dann eben andocken können. Und diese Schleuse kann dann, ich weiß nicht, teilweise oder ganz geschlossen werden. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Die Forscher, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, die weisen darauf hin, das ist ein erster Befund, das muss noch genauer untersucht werden, und es soll auch nicht als Aufforderung zum Kiffen gegen Corona verstanden werden. Steht in den Artikeln immer dabei, ja, also jetzt, ja. Ja, muss man machen, klar. Also. Ne? Wobei ich sagen würde, auch kann ja dann auch nichts schaden. Der Witz ist ja Nikotin, ja. Um mal kurz auf eine andere Droge, Tabak, zu lenken. In Asien, irgendwie Hongkong, China, wurden mehrere hundert Covid-19-Tote genau obduziert. Und die Forscher wunderten sich, warum haben wir hier eigentlich so wenig Raucher? In China wird ja bekanntlich sehr viel geraucht, ja. Und rein statistisch, 40% aller Männer oder irgend sowas. Und bei den Verstorbenen jetzt, wo man meinen sollte, da müssen die Raucher ja überrepräsentiert sein, weil deren Lunge ja geschädigt ist. Das Gegenteil war der Fall, ja. Mhm. Also auch Nikotin scheint dem Virus da irgendwie es schwerer zu machen. Gut, jetzt aber zurück zum Hanf. Der ist ja nicht so schädlich und auch nicht so suchterregend wie Nikotin. Da ist genau, wie du eben gesagt hast, nimmt man jetzt an, dass durch CBD, aber die Forscher sagen, es ist auch nicht nur das CBD, auch die anderen, die Terpene, also die anderen Stoffe, die in der Pflanze drin sind, scheinen eine Rolle zu spielen. Ja, und das ist schon doch sehr, sehr spannend. Genau, es ist ja eben auch so, also ich glaube, ich habe das erste Mal von dem Professor Streeck gehört, dass ja Geschmacks- und Geruchssinn auch stark angegriffen werden, häufig zumindest, ja. im Falle von Covid-19. Und dass das wiederum auf einen Zinkmangel hindeutet. Und auch da kann CBD tatsächlich bei der Regulation des Zinkhaushalts hilfreich sein, richtig? CBD ist ein wichtiger Regulator des Zinkhaushalts. Das führt uns dann auch sofort eigentlich zur Lösung, ja. Oder wie kann denn die Lösung der Pandemie jetzt, der Corona-Krise, also jetzt auf medizinischer, gesundheitlicher Ebene, wie soll die denn aussehen? Im Moment haben wir so eine Stimmung, ich habe das irgendwann auch schon geschrieben, das ist so ein bisschen wie Deutschland 1944, die Wunderwaffe, auf die gewartet wird, ja. Oh, jetzt kommt die, also es wird erst wieder normal, wenn die Impfung da ist, und die Impfung und die Wunderwaffe Impfung. Scheint mir irgendwie der falsche Weg, weil so schön es wäre, wenn schnell eine geeignete Impfung da sein könnte. Ob die geeignet ist, muss aber untersucht werden, und das geht einfach nicht schnell. Ja. So schön es wäre, ist das überhaupt keine Lösung. Mhm. 10 Jahre. Genau, ja? Genau. Mindestens 15. 10, 15 Jahre. Also da glaube ich, einer Impfung, die jetzt innerhalb von, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr oder Jahr entwickelt wird, traue ich persönlich, ehrlich gesagt, so gar nicht über den Weg. Überhaupt nicht über den Weg. Und was hier Bill Gates mit seiner RNA-Impfung davor hat, das ist ja nochmal Frankenstein hoch 3. Aber okay, das lassen wir jetzt mal zur Seite. Ja.
Man hofft natürlich da jetzt auch wieder, okay, wenn wir jetzt merken, CBD reguliert den Zinkhaushalt und der Zink, man hat ja festgestellt, bei 80% aller Covid-Gestorbenen, die hatten Zinkmangel, ja. Also das scheint, das wiederum auch von CBD wohl mitgesteuert wird und vielleicht steht also dank Hanf wirklich bald eine natürliche, nebenwirkungsfreie Anti-Corona-Prävention bereit. Also keine Impfung, ja, sondern ein Mittel, mit der Zellen und Immunsystem so funktionieren, dass der Erreger nicht rankommt. Ja? Hm. Also das wäre auf jeden Fall jedem ungetesteten Impfstoff deutlich vorzuziehen. Ja? Und wenn man sich jetzt vorstellt, ach Mensch, wir könnten also diese Medizin, diese antiviralen Hanfsorten, die könnten doch eigentlich auf jedem Balkon wachsen, ja. Das kostet ja nichts, das Zeug, ja. Wenn ich Samen habe und die hier in meinen Blumenkasten stecke, ja, so wie die Petersilie oder Basilikum oder was immer, dann habe ich meine Medizin im Garten oder auf dem Balkon. Und schnippel mir die genauso wie die Gewürze. Das kostet nichts. Also, das wäre ja noch schöner, ja. Wohin denn mit unserer Pharmaindustrie, wenn wir so eine Medizin auf einmal hätten? Ja, ja. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass da groß viel Forschungsgelder reinfließen. Die fließen eher in die ungetesteten Impfstoffe, die uns dann möglicherweise aufgezwungen, wenn nicht per Gesetz, dann auf anderem Wege reingedrückt werden sollen. Ja, naja, zumindest ist der Geist aus der Flasche dank der kanadischen Forschungen, so dass man ihn jetzt zumindest nicht komplett ignorieren kann. Zum Abschluss, das passt ganz gut mit Ignoranz, kommen wir mal auf die politische Landschaft noch mal ganz kurz zu sprechen. Inzwischen gibt es ja wirklich einige Parteien, die durchaus Gefallen an der Legalisierung hier in Deutschland jetzt auch haben. Also Linke, Grüne, ich glaube sogar SPD. Die SPD spricht sich teilweise dafür aus. Du hast ja in den 90er Jahren schon mal eine Prognose gemacht, mit der du ziemlich richtig gelegen hast. Leider, wie wir ja festgestellt haben. Siehst du denn die Chance, dass sich da jetzt wirklich konkret auch hier mal irgendwas tut? Ich sehe da, was die Politik angeht, das ist... ich sehe nicht, dass sich da wirklich schnell was tut. Ich sehe immer noch, dass selbst die CBD-Läden da mit Razzien zu kämpfen haben. Also, ja, allerdings. Da hat sich seit den 90ern wenig verändert. Wir damals das Hanfhaus, da sind dann an der Grenze zu Frankreich Unterhosen beschlagnahmt worden, weil da Hanfblätter drauf gedruckt waren. Oh Gott. Das wäre eine Aufforderung zum Drogenkonsum. Da muss man aber schon ziemlich breit sein, um auf solche Ideen zu kommen. Ja, halt, da lagen dann irgendwelche Hanf-Boxershorts, mit kleinen grünen wunderschönen Blättern drauf, die lagen irgendwie 2 Monate am Zoll, ja, weil das Aufforderung zum Drogenmissbrauch sein könnte. Also, wie gesagt, und das, wie ich könnte noch Dutzende solche Geschichten erzählen aus den 90ern. Und da hat sich immer noch wenig geändert, ja. Mhm. Und da in Bayern die Hanfshops und Hanfläden, die CBD-Läden werden gefilzt und genervt, ja, obwohl sie überhaupt nichts mit verbotenen Substanzen zu tun haben. Ja. Und es wird also nach wie vor an der Prohibition festgehalten. Es gibt ein paar Parteien, die Grünen, in dem Moment, wo die Grünen an der Regierung sind oder was zu melden haben, knicken sie ja auch ein. Ja. Wer hat denn den Verkauf von Hanfsamen in Deutschland gesetzlich verboten? Das war Rot-Grün, ja. Bis 98 durften ja jede Art von Samen hier in Deutschland vertrieben werden. Und jetzt sind alle Samen von Pflanzen, die THC enthalten, in Deutschland verboten. Das waren die Grünen. Und
Ja, also in dem Moment, wo sie was zu melden haben, ist auf die Grünen auch kein Verlass. Sehen wir ja jetzt auch an Kretschmann, der will die Abwrackprämie für Mercedes und Porsche. Ja, wobei Ja, Kretschmann ist natürlich noch mal speziell. ja, aber er ist der höchste amtierende Grüne, den es im Moment gibt, ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, der ist natürlich speziell, ja, vollkommen CDU, ja. Dass sich in der Politik jetzt schnell was ändert. Gut, wir haben ja jetzt gerade gesehen, wie schnell es mit so einer Pandemie gehen kann, zack, zack. Man soll die Hoffnung nie aufgeben, aber ich habe, also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben soll, dann sehe ich in den nächsten 2, 3, 5 Jahren auch kein Licht am Ende des Tunnels, ja. Ja gut. Das, was ich vorhin angesprochen habe, die kleine Vision, lasst uns doch in jedem Landkreis eine Hanfgenossenschaft gründen und eine Hanffabrik hinstellen. Lasst uns das subventionieren, damit es in Gang kommt. Lasst die Leute dann, die Genossen dann da auch Cannabis für den Konsum anbauen und nur in ihrem Landkreis, nicht übers Internet oder Versand, hier vor Ort, wie früher im Osten, der Getränkestützpunkt, gibt es dann den Hanfstützpunkt, ja. Und da kann man sich als Erwachsener sein Gras holen, was um die Ecke angebaut worden ist. Das macht Sinn. Das sollte eine Drogenbeauftragte, die den Job ernst nimmt, morgen angehen, in meinen Augen. Aber das ist einfach, glaube ich, noch ein paar Jahre entfernt. Okay, ich bleibe optimistisch und hoffe einmal mehr, dass du mit deiner Prognose falsch liegst. Vielleicht klappt es ja diesmal. Schön wär's. Ja. Es hat mich sehr gefreut, viele, viele interessante Dinge gelernt. Ich habe mich zwar vorbereitet, aber das war jetzt ja nochmal ein richtiges, schönes Überraschungspaket, was die ganze Entwicklung und auch die Historie von Hanf angeht. Sehr, sehr spannend. Matthias, ich bedanke mich für das Gespräch und schließ mal mit den Worten: Es gibt viel zu tun, pflanzen wir es an. Genau, also Bis dahin. vielen Dank Ciao. Jo. und bis bald mal. Ciao. Jo, ciao.